Hallo, ich bin's wieder, Monty. Jetzt neu, Sott Monte. Werbung jetzt auch mit Klitschkos. Ich bin der Tamato, auch mit was heute noch? Don Ta-ta-ta-ta-ta. Wir spielen heute The Last of Us. Das ist so ein komisches Spiel. Es ist neu, aber soll dennoch gut sein. Tja, das ist eigentlich irgendwie. Tut sich beides gegenseitig ausschalten, diese Begriffe, und dann kommt so ein Gefühl von Van Gogh. Randomness. Mach wieder einen Random Part, so wie letztes Mal. Okay, der letzte Part war noch halbwegs normal. Der vorletzte war ganz rational. Aber ich glaube, heute wieder ein Random Part, nicht Ja, wahr? weil das auch ein Dreckspiel ist. Schau, jetzt geht die ganzen Abschnitte nochmal machen. Das ist nicht mal lustig. Es ist kein Dreckspiel, du Es ist ein Depp. Dreck. Nein, aber ich finde das Spiel gar nicht so schlecht bis jetzt. Eigentlich nicht, aber das Du wird wahrscheinlich noch, wirst das Spiel wird mich noch arg enttäuschen. unsichtbar sein. Hör sofort auf zu singen, Onja, okay? Das Spiel wird mich bestimmt noch arg enttäuschen, besonders beim Ende. Mass Effect Ending, das hat ja viel Konfusion aufgebracht. Ich habe es nie gesehen, das Mass Effect Ending, und die Serie von Mass Effect interessiert mich nicht so viel. Aber es soll arg sein. Wow. Naja, ich bin jetzt eher so ein Fan von Retro-Spielen. Kann das sein? Na klar ist das. Warum spielen wir denn überhaupt sowas? Wish I was lived in the 80s. Ja, ich auch. Das habe ich übrigens schon im letzten Part gesagt. Aber es stimmt. Obwohl es grammatikalisch so ziemlich das Letzte ist, was ich je gesehen habe. Und wir spielen das Letzte von uns, trifft Also sich mal wieder passt das blendend. wieder. Ja, das ist gut. Übrigens noch Kritik. Ich habe mich übrigens im Let's Player Forum angemeldet und aus der Kritik habe ich dort nichts bekommen. Und Kritik ist eigentlich gut, also will ich jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist. Es ist nämlich gut. Ein Kritikpunkt, den ich immer wieder vorgeworfen bekomme, ist, dass ich irgendwie einen Dialekt habe. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich rede ganz normales Hochdeutsch, oder? Ein bisschen ein Akzent vielleicht, aber kein Dialekt. Ich höre da nichts Abartiges. Nein, ich meine, keine Ahnung, was die Leute haben. Ich reg mich auf. Das ist beleidigend, wenn jemand sagt, ich habe einen Dialekt. Das stimmt ja gar Was nicht. ist mit dem? Ich Warte, meine, jetzt habe ich ihn. verstehen können mich ja alle, oder? Wer der zuckt jetzt aus und findet mich? Mensch, Ma, zuck doch nicht so aus, Ma. Mensch, Ma, Mensch, Ma, zuck doch nicht so aus, Ma. Mensch, Ma, Mensch, Ma, zuck doch nicht so aus, Ma. Der sieht ja ein bisschen aus wie ein tapferer Zinnsoldat. Kennst du sicher noch? Übrigens, wer kennt Turtles 2, die Arcade-Game auf der NES? Ich habe das vor kurzem mal gespielt. Und der Boss vor Shredder, ich habe ihn immer der tapfere Zinnsoldat genannt, weil der sieht irgendwie komisch aus. Kommt der überhaupt in der Serie vor? Ich glaube nicht. Aber ich bin kein Turtles-Fanatiker, also wenn der doch in der Serie vorkommt, und zwar oft auch noch, dann diskriminiert mich bitte nicht. Der ist ein bisschen ein nerviger Kerl, weil er steht an der Wand. Aber du hast es gut gemacht, mein kleiner Kadett. Ja, danke. Jetzt kommt nur noch der. Den schaffe ich aber auch alleine, oder? Na sicher, da brauchst du gar keine Helden. Es braucht keinen Helden, um einen Zombie zu töten. Steve Jobs. Der hat so eine Pudelmütze. Verstehe ich nicht, warum das heutzutage noch Leute tragen. Okay, ihr könnt kommen. Okay. Ja, so einer ist er, der Joey. Ich mag ihn auch überhaupt nicht mehr. Die bewundert ihn. Er ist mir jetzt hier fast so unsympathisch wie diese Frau selbst, aber ist er halt ein Anti-Held. Was ist das, eine Karotte? Ja, ich mag ja manche Anti-Helden. Inuyasha war ja auch am Anfang von Inuyasha ein Anti-Held, oder? Inuyasha wurde wohl nie zum Helden, oder? Ich weiß nicht, aber ich mochte ihn am Anfang. Du Aber dann mochtest nicht mehr. Inuyasha? Ja. Wirklich? Ja, sicher. Inuyasha? Ich mag auch Den Lysop. mach... Ja, den mag ich auch. Ich mag irgendwie so die Charaktere, die eigentlich nicht so sympathisch sind, aber eigentlich auch nicht Ja, wirklich sicher ist unsympathisch Lysop sind. sympathisch. Wem ist Lysop nicht sympathisch? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber Jeder mag ich kann mich Lysop. mit Lysop gut identifizieren. Mehr als mit fast allen anderen. Ich mag auch Ruffy, weil der ist motivierend. Und ich versuche immer so motivierend zu sein wie Ruffy, aber irgendwie wirkt das bei niemandem. Also habe ich meinen Ruffy aufgegeben. Was Ich machst du kann jetzt? nicht loslassen, Hilfe! Ist magnetisch. Nie mit der Zunge. Wenn du mich noch einmal unterbrichst, dann schlage ich deinen Kopf K.O. Okay? Du Kopfkanonmäßiger Kopfkanonist. Was wird das hier? Ja, Release. Really? Oh. Das ist ja eine klasse Sehr Konstruktion hier, wirklich. Okay, was wollte ich gerade sagen? Nie mit Zungen an vereiste Fahnenmasten gehen. Sehr wichtig, ja. Was sind da für zwei für Wassertropfen für unten für? Die was? Die Wassertropfen. Hä?
Du rationaler Fanatiker, geh ein Stück weiter, dann sieht der Wasser drauf. Der Plätschatz. Plätschert, nicht Brätschert. Ja, du hast es gesagt. Du bist Batschert. Bortschert, wenn schon, denn schon. Entschuldigung. Schau, wenn du ein Wort sagen willst, wow, das nur im Dialekt existiert, dann Deutsch es bitte nicht ein. Da ist übrigens die Mikrowelle von vorhin, oder? Dann mal los. Ah ja. Gehen wir da sind wir nicht weit gekommen. Du kennst ja... Der Batman! Oh, die Flatter, der Batman! Wow. Zwanghaft lustig sein. In der BLB schon immer wieder da, aber das war echt nicht lustig. Hier können wir durch. Aber der Batman ist lustig. Ja, der schon. Vorsichtig. Aber Vorsicht, geh durch. Der Batman, der kann sich gar nicht in eine Fledermaus verwandeln. Eh nicht. Batman hat keine echte Kraft. Der Dracula schon. Ah ja, stimmt. Ist mir auch gar nicht aufgefallen, dieser Vergleich. Was wollte ich jetzt sagen? Kraft Dracula, der eigentliche Batman. Ich mach gleich einen Thread of Bronies Day. Nein, da wäre ich nur ausgebuht. Ja. Ich denke, wenn wir zurück sind, lassen wir es erstmal ruhiger angehen. Stimme ich zu. Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Bedeckt. Und du ignorierst mich dann. Tja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. Ich sehe. Der Joel ist ein rational verkommener Mensch. Hey, lass mich durch. Oh, da ist ein Zombie. Den hat's erwischt. Den Zombie hat's erwischt. Es ist ein Zombie. Was steht denn da Rush? Steht da Rush auf dem Schild? Russ. Russ, da steht Russ. Du kennst ja sicher noch dieses Spiel, Ruse. Ruse. Ist ein komisches Strategiespiel, was wir immer verachtet haben. Soll aber gut sein laut Game One, aber nicht mal Game One hat immer recht. Nicht mal der Budi. Nein, nicht mal der Budi, nicht? Ach, den Budi, das ist so ein Klassiker meines Lebens. Kennt ihr das? So Menschen, die irgendwie Klassiker eures Lebens sind. Bei den meisten von unserer Zielgruppe wahrscheinlich Peter Lustig. Bei mir der Budi. Schon als Kind habe ich immer... Hier lang. Wie hieß das damals? Giga Games geschaut. Eine halbe Schere. Und da war immer der Budi. Ja, der Budi, nicht? Der war immer, wo war der immer? E-Sport-Bereich. Ja, aber dann, ja, zuerst E-Sport, aber dann war er Konsolen immer. Echt? Ah ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Der Ade, der war auch so ein Klassiker. Giga Games. Würde ich eigentlich nochmal schauen, wenn es das noch geben wird. Aber am Schluss ist es bergab gegangen. Da war der Ade dann nicht mehr dabei. Da war der Patrick dann nicht mehr dabei. Da mussten sie dann sogar schon den Gregor Teicher von Gigaplay holen. Ja. Total banal. Ja, die sind vom Pech verfolgt, in der Stadt wie draußen. Na, hoffen wir, dass noch jemand lebt. Egal, alle sind tot. Greifen wir uns ein Bier. Trinken wir's aus. Ich würde sagen, bis zum nächsten Part. 10 Minuten reicht. Und ich will nichts hören, dass 20 Minuten besser sind als 10 Minuten. 10 Minuten ist das perfekte Maß für ein Let's Play. Keine Widerrede in den Comments. Aber wenn ihr dennoch irgendwas zu schreiben habt, dann schreibt es in die Comments, weil ich freue mich über Kommentare. Das habe ich so oft gesagt. Ich will niemanden bedrängen, aber ich freue mich einfach so. Ich habe es gesagt. Auf Wiedersehen. Passt. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Passt, Quiz TV. Gut auf es. Und bye bye, Boo.